herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit dem Roller weiter. Allerdings, aufpassen, selbst die Leute, die sich eigentlich gar nicht für Zweiräder interessieren oder vielleicht gar keinen Führerschein haben, wie ich zum Beispiel, ich habe nämlich auch keinen Motorradführerschein, auf gar keinen Fall jetzt ausschalten, weil ich sage euch, das ist wirklich krass. Ich habe mal wieder jemanden hergezaubert. Manchmal bin ich auch wirklich immer überrascht, wo ich diese Leute herkriege. Der macht wirklich Handarbeit, baut Auspuffanlagen, allerdings auf einem Level. Ich habe schon viele Schweißnähte in meinem Leben gesehen. Das ist definitiv nochmal ein neues Level. Wirklich krass. Wir waren, als wir den Roller hingebracht haben, kurz vor Ort. Ich habe das gesehen und wusste gleich, das muss ich euch unbedingt zeigen, weil die Arbeit ist wirklich brutal. Wirklich. Also, auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Wir sind in Niederbachem bei Tobi, Firma TMR Performance Parts. Der Gute hat sich selbstständig gemacht, beziehungsweise er macht das nebenberuflich und baut für Zweitakter Auspuffanlagen. Nun ist der Unterschied zwischen Zweitakter und Viertakter, dass beim Zweitakter nicht nur, ich sag jetzt mal, die Optik und die Größe und der Durchmesser eine Rolle spielt, sondern auch die Funktion. Weil der Zweitakter braucht eine, ich sag jetzt mal, berechnete Resonanzkammer. Aber so viel dazu, das soll uns Tobi lieber selber erklären. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns mal an, wie er diese Auspuffanlagen so fertigt. So, wir sind angekommen. Das ist Tobi. Hi. Ganz kurzer Blick. Ich habe nicht zu viel verraten und auch nicht zu viel versprochen, weil das wird wirklich krass. So, und genau das hier baut der Typ nämlich wirklich selber. Ja? Ja, genau. Eigentlich gar nicht. Fangen wir ganz anders an. Du baust hier drin Auspuffanlagen selber. Ja. Komplett. Ja. Von null. Von null. Ja. Eigentlich gar nicht unbedingt für diesen Maxi-Scooter-Bereich. Richtig, also eigentlich komme ich aus dem Motocross-Bereich, Zweitaktmotoren, weil da immer noch viel Entwicklung ist, gerade im Jugendbereich, 65, 85, 125 Kubik und das ist dann irgendwann mal nebenbei entstanden. Ja. Bist du da selber auch gefahren? Motocross bin ich selber 10 Jahre gefahren, tatsächlich Rennen, ja, und da ganze Erfahrung gesammelt. Und weil das hört man eigentlich fast immer, dass so aus dem Hobby dann irgendwann das Geschäft entsteht, so ungefähr. Ja. Dass man erst fährt, irgendwas macht in der Richtung und auf einmal kann man es und dann baut man halt solche Sachen. Ich habe nämlich bei im Vorfeld, nämlich wir waren nämlich schon einmal hier bei Instagram schon einmal nachgefragt, ob das Ganze als Kunst zu bezeichnen ist. Und es waren tatsächlich über 90%, die gesagt haben, ist es definitiv. Ne? Ja. Weil ich habe schon gesagt, wir haben schon wirklich viele Schweißnähte gesehen in den letzten Monaten, Jahren. Und das ist definitiv nochmal eine andere Liga. Woran liegt das? Weil du so gut schweißen kannst? Oder ja. Oder ja. Wie ist das Geheimnis? Nein, es liegt sicherlich an der jahrelangen Erfahrung. Also ich bin hauptberuflich halt auch Schweißfachmann und ja, das Nützliche mit dem Praktischen verbunden. Aber ich verdiene halt mein tägliches Brot damit. Und okay, und genau das wollen wir jetzt nämlich sehen. Das heißt, eigentlich keine Rolleranlagen, sondern normalerweise hier sowas. Genau, ja. Die klassischen Zweitakt-Auspuffanlagen im Motocross-Bereich. Burn. Ja. Also ich finde auch, das war immer so, ich habe früher eine RS125 gehabt und damals war ja an Edelstahl noch gar nicht zu denken. Ja, da gab es ja nur hier so Jolly Moto in Stahl und so weiter. Genau, ne? Ja. Und da war das schon immer so die Oberliga, so diese Farbverläufe und dann so eine Tüte da dran. Ne? Genau, ja. Krass. Ich überlege, wo wir jetzt am besten anfangen. Also, wir müssen erstmal so ein bisschen auf den Auspuff überhaupt eingehen. So, weil in dem Fall, ich sag mal, beim Auto ist es ja immer so, Auspuff maximal groß, fertig. Ist ja beim Zweitakt nicht so. Nein, da sind ein paar andere Sachen halt, die wichtige Faktoren sind. Wo kommt es darauf an? Also wie fängst du an, wenn jetzt als Beispiel, wenn du so ein, ist jetzt ja egal von welchem Motor aus, wenn du so einen Auspuff, das ist ja nicht nur bauen, sondern schon noch konstruieren, berechnen und so weiter. Ja, also wichtige Faktoren sind halt auf jeden Fall die Steuerzeiten, die natürlich von jedem Modell und von jedem Zylinder halt sehr stark variieren. Und um einen Auspuff wirklich so zu bauen, dass er perfekt funktioniert, muss man halt die Steuerzeiten wissen. Dementsprechend, das hat was mit der Gesamtlänge des Auspuffes zu tun, mit den Durchmessern, die Steigungen, die Winkel.
Die Abgastemperatur ist wichtig. Und dann gibt es halt ein Programm, da gibt man seine Werte ein. Zum Beispiel, bei welcher Drehzahl möchte ich überhaupt meine maximale Leistung haben? Und dann spuckt der halt einem einen Wert aus. Und das ist dann erstmal nur die Gesamtlänge vom Auspuff. Da habe ich keine Durchmesser, gar nichts. Dann ist es halt viel Erfahrungswerte. Es gibt dann noch Softwareprogramme, wo man das alles halt eingeben kann. Aber für mich ist eigentlich der beste Weg, ich habe es halt immer gebaut, getestet. Und dann habe ich auf dem Diagramm gesehen, da ist es gut, da ist es schlecht. Und dann habe ich dann so lange getüftelt, bis ich dann wirklich da war, wo der Auspuff für mich gut funktioniert hat. Und das ist eigentlich nach wie vor meine Herangehensweise. Ne? Also einmal kurz zwischendurch, ich lege den Auspuff jetzt weg und keine Angst, wir fetten den nochmal ein. Sonst wird es nämlich ganz viele Kommentare wieder geben, dass er am Ende wieder rostet, weil ich ihn angefasst habe. Aber ohne Anfassen können wir auch nichts zeigen. So. Erster Punkt, Steuerzeiten. Zweitakter, ein bisschen anders als Viertakter. Mhm. Viertakter würden jetzt alle sagen, Steuerzeiten, Nockenwellen ist klar. Beim Zweitakter, wie bestimmt man da die Steuerzeiten? Du hast halt die Auslasssteuerzeit und die Einlasssteuerzeit, die wiederum definiert, in welcher Position der Kolben ist. Mhm. Und das hat was mit der Spülung zu tun. Und dann, wenn ich die bestimmen möchte, weil ich, das ist ja eigentlich nicht meine Arbeit, weil ich bekomme ja letztendlich entweder vom Kunden oder von der breiten Masse erfahre ich ja, welche Steuerzeiten gefahren werden. Und die werden mit einer Gradscheibe ermittelt. Mhm. Dann wird dann halt auf die dementsprechende tiefste Position und die höchste Position wird verdreht. Und damit kann ich dann auf der Gradscheibe meine Steuerzeiten ablesen. Und darüber habe ich dann die Information, welche Zeiten der Zylinder hat. Und dementsprechend wird es dann... Das heißt, für den Laien erklärt, beim Viertakter Steuerzeiten als Beispiel, Einlassventil geht auf und zu. Mhm. Hier gibt es keine Ventile, deswegen ist das beim Zweitakter eher der Punkt, wo der Kolben den Kanal aufmacht. Richtig. Ja. Okay. Und das ist wirklich so krass für den Auspuff entscheidend. Ja. Das heißt, jetzt mal so eine Faustformel als Beispiel, das ist jetzt hier, angenommen, wir nehmen mal so einen Maxi-Scooter mit 180 Kubik. Wie entscheidend ist da ein Auspuff zwischen einem extrem schlechten Auspuff und einem perfekt berechneten Auspuff? Wie viel PS liegen da so zwischen? Ich glaube, in PS ist es schwierig zu sagen. Es liegen auf jeden Fall Welten dazwischen. Ist echt so, okay. Es ist wirklich so. Also der Zweitakter lebt vom Auspuff. Mhm. Ich kann einen Big Bore Zylinder fahren, ich kann die krassesten Steuerzeiten fahren. Wenn der Auspuff nicht funktioniert, dann funktioniert der Motor nicht. Mhm. Also das ist wirklich, der Auspuff ist eigentlich das Allerwichtigste am Zweitakter. Und das alles nur wegen dieser Birne, sage ich jetzt mal, ne? Genau. Wegen dem Funktionsprinzip. Richtig, ja. Okay, so, das heißt Punkt 1 ist die Berechnung. Der spuckt dir eine Gesamtlänge aus. Gesamtlänge heißt dann wahrscheinlich bis der Konus wendet. Genau. Der sagt dir aber noch nichts aus über das Volumen. Nein. Okay. Dann habe ich dann eine Gesamtlänge und da weiß ich dann eigentlich letztendlich, okay, es geht in Richtung Drehmoment oder in Drehzahl. Mhm. Und das ist natürlich auch wiederum, was möchte ich halt haben? Möchte ich selbst... Krieg ich Drehmoment oder Drehzahl? Du kriegst Drehzahl. Gut. Ja. Richtige Antwort. Es ist natürlich... Letztendlich ist entscheidend, wo möchte ich halt meine maximale Leistung haben. Jetzt erste Frage, die mir sofort einfällt. Drehmoment ist länger oder kürzer? Drehmoment wäre in dem Fall länger. Echt? Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht so. Weil theoretisch würde man ja schon so denken, dass... Ich hätte jetzt immer gedacht, länger ist eher für Drehzahl. Und meine Erfahrung sagt, dass es... eher kürzer ist auf Drehzahl und länger auf Drehmoment, ja. Sind die kürzeren dann aber im Verhältnis vom Volumen her dicker? Es ändert sich vom Volumen her. Ah, ja. Okay, verstehe. Ja, da hat das wahrscheinlich schon ein bisschen was dann auch mit Strömungsgeschwindigkeit zu tun, die genau. Natürlich bei mehr Drehzahl viel, viel höher ist. Mhm. Ne? Okay, der Winkel, wie das Ganze aufgeht? Ja, es hat natürlich was, es ist ja komplett konisch. Wir sind ja permanent steigend. Also wirklich jede Scheibe? Ja. Also wir sind hier vorne, in diesem Bereich sind wir wirklich in Zehntelschritten. Boah, okay. Das wirklich steigend ist. Man sieht es kaum, aber es ist tatsächlich so. Und genau jetzt kommt nämlich der Punkt, wo jeder, der schon mal ansatzweise sowas gebaut hat, der wäre froh, dass überhaupt ansatzweise, ich sag jetzt mal, aus irgendwelchen Rohrbögen zu bauen oder ähnlichem. Ja. Ne? Und wenn das natürlich jetzt alles auch noch im Zehntelbereich immer größer wird, ist das schon eine Ansage. Ja. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen, weiter. Wie gesagt, es ist halt wirklich tatsächlich steigend und wir sind eigentlich permanent steigend bis wieder hier hinten. Mhm. Und dann verjüngt es sich halt wieder. Und das kann man natürlich mit Rohren nicht realisieren, weil ich müsste ja jedes Mal einen anderen Rohrdurchmesser haben. Mhm. Und das ist technisch ja auch gar nicht möglich, weil ich kriege ja nicht jedes Rohr in genau der Abmessung, die ich brauche. Und das wäre dann, wie hier zum Beispiel schon liegt, das sind dann sogenannte Abwicklungen.
Die spuckt mir letztendlich dann mein Programm aus, wenn ich es gezeichnet habe, kommt dann diese Abwicklung und das ist dann ein Blechstreifen, der gewalzt wird. Und dann habe ich dann dieses Rohrsegment selbst hergestellt. Und nur auf diesem Wege kann ich halt wirklich diesen Auspuff permanent steigend oder halt auch wieder zurückbauen. Und das heißt, jedes einzelne Stück hiervon ist ein so eine Abwicklung, richtig? Okay, das ist scheinbar Nummer 12. Ja. Das ist ein Millimeter Edelstahl. Das ist ein Millimeter Edelstahl, ja. Wie kommt es, dass manchmal Edelstahl, manchmal Stahl? Im Motocross-Bereich ist es so, dass Edelstahl nicht von Vorteil ist, weil wir im Motocross-Bereich viel mit Steinschlag zu tun haben, Stürze, was ja ganz normal ist in diesem Sport. Und wenn ich natürlich jetzt eine Beule im Auspuff habe oder große Steinschläge, das ist natürlich Leistungsverlust. Ich dämme das Volumen ein und dann wird das halt gerne mit Druckluft ein bisschen aufgepustet und mit einem Flämmchen warm gemacht, dann hole ich die Beulen wieder raus. Okay. Ist bei Edelstahl immer ein Nachteil, weil ich würde mein Material kaputt machen. Das ist dann wirklich Edelstahl ganz, ganz vorsichtig nur, weil sonst ist sofort der Chrom verbrannt und es wäre einfach kaputt. Mhm. Das Material wäre dann an der Stelle zerstört und das ist in diesem Sport echt total blödsinnig, weil Gerade hier im Cross-Bereich, genau, wo er vom Vorderrad so ungefähr alles hochfliegt, ne? Genau. Plus Stürze. Genau, ja. Ah, okay, das heißt, der Stahl lässt sich einfach deutlich besser ausbeulen. Ja. Ja, und ist danach halt, wenn man es richtig macht, auch nicht kaputt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Edelstahl und Stahl auch unterschiedlich klingen wahrscheinlich, ne? Ja. Weil man merkt es ja genau, so schon so ein bisschen, dass das wahrscheinlich deutlich blecherner ist, ne? Richtig, ja. Baust du eins von beiden lieber? Schon Edelstahl lieber. Edelstahl lieber? Okay. Weil es ist halt anspruchsvoller, ne? Also es ist ja auch immer wieder so Anspruch an mich selbst und es ist halt alles formiert, geschweißt. Man muss halt viel mehr aufpassen, was man macht, die Vorbereitung und es ist halt, die Nahtqualität ist ähnlich, so von der Optik, wenn man sich rein die Schweißnaht betrachtet. Aber Edelstahl ist schon, ich verarbeite Edelstahl schon sehr gerne, ja. Okay, wir fassen zusammen für Drehmoment einen langen, eher dünneren Auspuff, für Drehzahl eher kurz und dick. Kann man so ganz grob sagen, ja. Der Durchmesser auch entscheidend oder ganz egal? Nein, also ganz egal ist er nicht, der ist schon entscheidend. Ja. Mhm. Das sind dann auch Erfahrungswerte. Alles Erfahrungswerte, ja, ne? Ja. Das hat dann auch was mit der Kubik zu tun, ne? Bis wohin man geht von der Kubikzahl. Wenn ich jetzt hier mal so grob durchzähle, wenn wir jetzt irgendwo hier so schon bei 12 waren, werden das wahrscheinlich in Summe 30 Teile sein von den Abwicklungen alleine. Ja, circa, ja. Das heißt, wie lange sitzt du an so einem Auspuff, bis er wirklich fertig ist? Also bei einem kann ich es dir gar nicht genau sagen, weil ich dann, muss gleich immer ich so baue dann, wenn immer fünf Sätze, bereite ich dann alle vor, wird alles gewalzt. Ich denke mal, man ist irgendwo komplett so bei 7 bis 8 Stunden. Mit Formieren, mit Einrüsten und Schweißen und so, ja. Wobei, da muss ich jetzt dazu sagen, das finde ich schon wirklich sportlich gut. Von der Zeit her, ne? Ja. Weil wenn ich mir überlege, wie lange wir an irgendwelchen Kleinigkeiten sitzen, die wir danach wieder auseinanderschneiden und nochmal neu machen, ne? Muss das schon wirklich sehr weit in Richtung Serienfertigung gehen, ne? Dass du das überhaupt so hinkriegst. Es ist halt auch sehr perfektioniert. Meine Werkzeuge, meine Handschritte, das ist halt alles sehr durchdacht halt natürlich auch. Das muss natürlich auch irgendwo noch im Rahmen Sinn machen, ne? Ja, natürlich. Ich vermute jetzt einfach mal, der Auspuff sieht natürlich von innen genauso aus wie von außen. Aber selbstverständlich. Das heißt, der ist perfekt durchformiert. Ja. Volles Programm. Volles Programm. Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Problem. Diesen Auspuff hattest du schon. Genau. Für den wassergekühlten Gilera-Motor. Richtig. So, jetzt haben wir aber meinen luftgekühlten Motor. Mhm. Und da war der Auspuff leicht anders. Ja, ich hatte anfangs gedacht, dass es gar nicht so viel anders ist, aber wie es dann immer so ist, ja. Es war dann wirklich doch deutlich mehr Arbeit, weil er wirklich tatsächlich von der Kröpfung vorne im Krümmerbereich nicht gepasst hat. Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt das zweite Mal hier und das Ding sieht wirklich einfach schweinegeil aus. Ne? Da kann man wirklich vorhin jetzt in Edelstahl, kann man den endlich mal blank lassen. Mhm. Und dieser Roller ist ja dank diversen Burnouts von Paul und so weiter schon so ein bisschen Legende bei uns in der Tunix. Du bist bis heute noch nicht gefahren, ne? Oder? Bist du mal eine Runde vor dir gefahren? Nee, du hattest noch nicht den Mut, mich dazu zu lassen. Weil mit dem kleinen Setup, sage ich, am Anfang so mit dem kleinen Vergaser war das noch einigermaßen fahrbar. Jetzt mit dem 38er Vergaser ist das schon... Und das wird jetzt natürlich mit dem Drehzahlauspuff noch mal krasser, ne? Ja, definitiv. So, wir haben hier hinter dir, ich hole dir mal einfach kurz raus, meine alte S&S-Tüte. Du sagtest ja, das ist eigentlich schon ein guter Auspuff gewesen, ne? Auf jeden Fall. Also S&S erste Generation ist ein guter Auspuff. Jetzt, wenn ich einigermaßen aufgepasst habe, würde ich jetzt behaupten, das ist eher ein Drehmomentauspuff, weil der ist ja schon tierisch lang und auch relativ lang gezogen. So, richtig, ne? Genau. Ja. Hier sieht man jetzt allerdings den Unterschied. Die Teile,
sind nicht größer werdend, oder? Das sind einfach noch größer werden? Ja, es ist wirklich auch hier, es ist immer sehr schlecht zu erkennen, gerade im Anfangsbereich, aber es ist tatsächlich dann auch steigend. Aber die Sprünge sind dann deutlich größer als bei dir, ne? Ja, also meine Erfahrung ist es einfach gerade, die ersten 20% vom Auspuff sind wirklich sehr, sehr entscheidend und dann versuche ich so fein zu segmentieren, wie nur möglich. Klar, irgendwann ist dann Schweißer, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Aber wenn du den Unterschied zu meinem System siehst, es funktioniert. Ja, ja. Aber es geht halt immer besser und immer feiner. Und das ist aber letztendlich dann so das kleine i-Tüpfel, wo ich nochmal wirklich Leistung gewinne. Dieser Auspuff war, glaube ich, ursprünglich auch mal für den anderen gedacht. Ne? Und den haben wir nämlich schon angepasst, damit er passt. Ne? Ja. Das mal so vorsichtig zu sagen. Okay, da wussten wir aber auch noch nicht, dass es hier so die absolute Endstufe gibt. So, dann der nächste Punkt, Schalldämpfer. Baust du auch selber, ne? Baue ich auch selber, ja. Da gehen wir mal ganz am Ende drauf ein. Wir machen jetzt erstmal nur den Auspuff, aber da sieht auf jeden Fall schon mal nach Alu aus, ne? Das ist Alu, ja. Krass. Okay. Ja, so, den packen wir mal beiseite, der interessiert uns heute nicht. Ja, heftig. Finde ich schon wirklich geil, wie das Ding sich hier so unten so rauszingelt, ne? Ich würde das Ding am liebsten gleich anreißen, aber da werden wir uns noch mal kurz gedulden. Muss ich neu abstimmen, ja, ne? Ja, definitiv. Ja. Also Setup musst du auf jeden Fall neu machen. Also sowohl Vergaser als auch Variomatik, Kupplung und so weiter, volles Programm, einmal alles. Ne? Definitiv, ja. Mhm. Was denkst du ungefähr, wie viel wir mit dem Auspuff höher drehen als mit dem? Ich schätze 1200 bis 1500. Doch so viel? Ja. Krass. Und du wirst auch ein deutlich breiteres, nutzbares Band haben oben raus. Mhm. Also nutzbares Band schätze ich auf 400 Umdrehungen ungefähr. Wir waren ja vorher bei ungefähr 38 PS. Mhm. War natürlich bei Benny auf dem Autoprüfstand. Gab es ja so ein bisschen Diskussion drüber. Ob das, wie korrekt das ist oder nicht korrekt ist, ist theoretisch auch egal. Was schätzt du, was wir an Differenz haben werden? Gegenüber dem SMS? Das war halt schon ein guter Auspuff, das muss man dazu sagen, ne? Also ich denke, dass 1,5 PS wirklich realistisch sind, aber ich wünsche mir die 40. Okay, ja, cool. Das heißt, wir reden auf jeden Fall von 5%, vielleicht noch ein Tucken mehr. Ne? Ja, heftig. Habe ich zu viel versprochen, René? Nee, übelst geil. Also, ist echt heftig. Weil wir haben jetzt ja schon so viel gesehen, wie die Leute so schweißen, was sie so bauen und so, ne? Ja. Und das ist wirklich für mich das Krasseste, was ich bis jetzt an Schweißnähten gesehen habe. Und dann kommt ja auch dazu wirklich, dass, ne, es ist ja nicht so zwei Rohre aneinander schweißen, sondern halt wirklich das Ganze aus diesen kleinen Stücken auch noch zu bauen, ne? Okay, so, ich würde sagen, am coolsten wäre es, wenn du uns ein bisschen was zeigst, wie man so einen Auspuff baut. Ja, gerne. Wie gehst du da vor? Fängst du am Flansch vorne an? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich hier anfange. Also wenn ich jetzt den kompletten Auspuff, den kompletten Blechsatz liegen habe, fange ich halt immer mit dem Schwierigsten an. Das sind halt immer die kleinsten Teile, ne? Weil umso größer die Teile sind, umso einfacher ist es zu walzen und generell halt die Verarbeitung ist einfach schöner. Dann gehe ich halt wirklich hin und habe den kompletten Blechsatz liegen und fange dann wirklich mit den kleinsten Teilen an, die zu walzen. Ich finde alleine das Wort Blechsatz klingt schon immer so geil, da würde kein Mensch an den Auspuff denken. Ne? So Blechsatz, ja, würde eher an eine Verkleidung denken, irgendwie an einen Modellbausatz oder so, aber nicht an den Auspuff. Ja, aber es ist halt ein Blechsatz, ja. Außer das sind schon ganz normale Rohrbögen. Genau, das sind Normbögen, genau, richtig, ja. Mhm. Welchen Teil von dem Auspuff baust du am liebsten? Also, weil ich würde jetzt mal einfach sagen, hier so vor der Kamera bauen wir natürlich den Teil, den am liebsten bauen will. Ja, also am liebsten und am einfachsten geht mir dieser Teil von der Hand. Das ist eigentlich so ziemlich dankbar. Die Winkel sind nicht so krass. Hier wird es dann auch wieder ein bisschen nicht so fein segmentiert wie im Krümmerbereich. Und das macht dann schon Spaß. Das ist dann, du sagst Winkel. Die Winkel sind ja theoretisch durch deine Berechnung fest vorgegeben. Richtig. Und du kannst es dir am Auspuff dann nur noch so ein bisschen zurechtdrehen? Ja, das große Problem ist natürlich immer die Geometrie des Fahrzeuges. Der Auspuff muss natürlich unendlich viel Leistung bringen, ne? Muss super cool aussehen, aber muss halt auch in den Roller oder ins Motorrad passen. Und da ist dann immer irgendwo eine Grenze gesetzt. Und dann kommt eigentlich noch dazu, dass eigentlich diese Arbeit, die du hier machst, ja eigentlich unbezahlbar ist. Wenn ich mir jetzt überlege, dass in so einem Auspuff, in Summe, weil wenn du deine ganze Entwicklung auch aufteilen würdest auf ein paar Auspuffanlagen und so weiter, werden das nicht eher 7 Stunden sein, sondern wahrscheinlich eher 15 Stunden, die in so einen Auspuff reingehen. Ne? Ja. Und plus das ganze Material, es muss alles gelasert werden. Richtig. Und so weiter. Ne? Das heißt, kann man da einen Preis sagen, was du normalerweise für so einen Auspuff nimmst? Dieser Auspuff kostet 450 Euro.
Lacht selbstredend kurz. So, es ist halt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist jeden Cent wert. Ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen Angebot-Nachfrage, typische Sache. Ne? Man muss sich an den Markt anpassen. Aber wenn ich mir überlege, was so manch andere Leute zum Schweißen von einem Autoauspuff haben wollen, ne, da kriegst du für 450 Euro so den ersten Teil von der Downpipe. Okay. Und das sind zwei 76er Birken mit einem Flansch und einem Stück Rohr dazwischen. Ja. Ja, nee, wirklich geil. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie du das Ganze baust, würde ich sagen. Genau, ja. Ich gehe halt erstmal hin. Ich schaue mal meine Platinen an, kontrolliere, ob da auch wirklich alles okay ist, ob es sauber gelasert worden ist, weil da lege ich halt auch sehr viel Wert drauf. Speziell, ich lasse sie wirklich auch nur lasern. Die haben auch totales Verbot, irgendwie nachzuarbeiten, zu entgraten, weil das will ich alles selbst machen, weil es ist ja letztendlich dann doch ein Optikteil. Und wenn die dann da einfach schon wieder Flex drüber gehen, nur weil da so eine Kante ist, dann deswegen haben die ja absolutes Verbot. Die werden einfach wirklich nur reingelasert und dann kommen sie zu mir, die Teile. Dann kontrolliere ich das einfach, wenn ich irgendwas Extremes sehe, dann wird das vorher bearbeitet. Ansonsten kann man diese Teile jetzt eigentlich auch schon walzen. Mhm. Okay. Das funktioniert dann mit so einer typischen Drei-Walzen-Rundbiegelmaschine, wie man die so nennt. Ich finde selbst hier schon witzig, wo die nebeneinander liegen, sieht man schon, das Teil 15 ist auf jeden Fall ein bisschen spitzer, das wird ein bisschen mehr Winkel sein. Ne? Genau. Ja. Als sowas hier, wo kaum Winkel drin ist. Ja. Ne? Das kann man eigentlich immer ganz gut erkennen, wenn es halt bauchig ist. Mhm. Dann ist es halt vom Winkel her definitiv anders als so ein Teil. Ne? Mhm. Das heißt, die werden logischerweise auch immer länger und irgendwann werden sie wieder kürzer. Richtig, hinter der Beule. Genau. Okay. Ja. Ja, Walze. Genau. Das ist doch richtig Handarbeit hier, ne? Ja, das ist so wirklich ne, ganz klassische Rundbiegemaschine. Habe ich halt auch verschiedene. Ich habe da hinten noch eine stehen, die hat dann ein bisschen größere Walzen, weil es ist ja immer vom Durchmesser, was ich walzen möchte, bin ich ja dann immer irgendwo dann auch gebunden, was meine Oberwalze für einen Durchmesser hat. Dementsprechend habe ich dann eine mittlere Walze, eine kleine Walze und eine große Walze. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt ein großes Segment walze, kann ich das natürlich hier jetzt nicht so gut machen, weil dann meine Köpfe, diese Stöße, wenn sie dann irgendwann mal zu einem Rohr werden, würden die sich extrem reinziehen. Da muss ich dann wieder auf eine Walze gehen, die einen größeren Durchmesser hat. Um halt immer wirklich zu gewährleisten, dass es halt auch schön rund ist. Und sonst müsste man das halt auch alles aufwendig wieder nachbiegen und so. Da muss ich jetzt einfach mal zwischenfragen, wie war das, als du deinen allerersten Auspuff gebaut hast? Ja, also wahrscheinlich noch so mit Hammer und um Rohr rumgekloppt so ungefähr. Nee, tatsächlich habe ich mir wirklich diese Walze gekauft. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also die hat auch echt schon viel getan für mich. Wie lange machst du das schon? 5 Jahre mache ich das jetzt. Ist jetzt ja auch noch nicht so. Ja. Also dafür sieht das schon krass aus. Ja. Für nur 5 Jahre. Ja, aber es sind jetzt 5 Jahre und ja. Da habe ich damit angefangen. Tatsächlich wirklich diese Walze gekauft. Und habe die Blechsätze wirklich noch von Hand auch geschnitten. Mit einer Blechschere. Ne? Also das waren so die ersten Gehversuche und dann ja. Ging es los. Genau. Eine letzte Frage, bevor wir handwerklich werden hier, beziehungsweise du. Wie ist das? Ich habe bestimmt haufenweise Fans, die jetzt zugucken, die irgendwelche alten Motorräder, vielleicht Flugzeuge, da waren ja auch öfter mal noch Zweitakter verbaut und so. Bietest du nur die Auspuffanlagen an, die du schon mal gebaut hast? Oder ist es theoretisch auch möglich, dich zu bestechen und, ich sag jetzt mal, eine RD500 hinzustellen und für eine RD500 so einen Auspuff zu bauen? Also es gab solche Projekte schon. Ne? Da muss ich aber ganz klar sagen, es ist halt so, ich bin natürlich immer bedacht, dass dahinter eine Serie ist. Weil es ist halt so, du baust oder konstruierst einen Auspuff, baust den, testest den auf dem Prüfstand und der erste ist halt einfach Käse. Es ist einfach so, dann funktioniert der oben gut oder in der Mitte oder unten und du baust mindestens 3-4 Anlagen und dann bist du so weit und sagst, okay, das ist jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Ist natürlich immer schwierig, wenn das dann für die, die so wie ich halt die allerletzten PS haben wollen. Aber ich glaube, es gibt viele, die finden das einfach so geil. Die fahren mit den Dingern nicht mehr. Die wollen sich das Ding einfach nur ins Wohnzimmer stellen. Okay. Die wollen sich das Ding ins Wohnzimmer stellen und wollen halt einfach 2 Tüten unter Heck haben und nochmal 2 Tüten an der Seite. Und die müssen halt genau so aussehen. Ja, also das wäre natürlich möglich, na klar. Aber ist unter Umständen möglich. Ist unter Umständen möglich. Weil ich würde es machen. Ich weiß, es gibt so ganz viele diese 4-Zylinder-Zweitakter, das war so immer mein Traum, RD500 und sowas. Definitiv, ich glaube, wenn du da so eine Anlage drunter hast, da ist einfach nur... Würde ich auch gerne mal was für machen. Also da ist, glaube ich... Ich könnte mir auch vorstellen, für die Dinger gibt es eh gar nichts mehr zu kaufen. Ich glaube, es wird immer schwieriger. Immer schwieriger, ja. Und dann was in der Qualität. Vor allem, wenn man dann so die Größe der Birne sieht, in dem Fall werden die natürlich wahrscheinlich ein Tucken kleiner, weil 125 Kubik, ne? Genau. Aber 4 Stück davon nebeneinander, ne? Aber das ist dann, glaube ich, auch schon Königsdisziplin. Also. Das erinnert mich dann immer an die Zeiten, wo sie damals noch vor der MotoGP die 500 Kubik gefahren sind, ne?
Ah, okay, alte Zeiten. So, ja, dann würde ich sagen, fang doch mal an zu walzen. Weil genau. Das interessiert mich auf jeden Fall, wie das Ganze so... Genau, also ich... abläuft. Sollen wir den hier mal wieder auf? Ja, klar. Genau, also ich muss natürlich meine Materialeinstellung machen fürs Grundblech. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach hier irgendwie sagen, okay, ich mache das jetzt so und so. Das muss halt schon, dass das Material vernünftig reinpasst. Dann kann ich natürlich nicht mit dem Zustellen übertreiben, weil sonst werde ich direkt einen Knick drin. Mhm. Also, Zustellen heißt, wie viel du das jetzt gleich biegst. Genau, wie stark die Hinterwalze halt angedrückt ist. Mhm. Dementsprechend habe ich meinen Walzradius. Dann taste ich mich halt auch immer noch mal ran. So, ich sehe jetzt hier, passiert halt nichts. Dann gehe ich halt wirklich hin und stelle erstmal ein bisschen zu. Hat halt den Hintergrund. Wenn ich zu sehr zustelle, dann habe ich halt nachher einen Knick, den ich halt unter Umständen auch nicht mehr sauber rausbekomme. Mhm. Dann ist es wirklich wichtig. Wir sehen ja jetzt hier, ich habe jetzt hier die Seite, die durchgegangen ist. Die ist wirklich schön rund. Und hier ist ein leichter Knick drin. Mhm. Und man sieht das ganz gut so im Licht. Mhm. Das hat den Hintergrund, weil hier zwischen den beiden Walzen und der ist ja erstmal ein toter Raum. Mhm. Und dann knickt es halt da. Mhm. Das kriege ich weg, indem ich das Blech einfach, ich habe es ja gerade so gewalzt, walze ich es einfach nochmal gegen. Dann ziehe ich das einfach nochmal so durch und dann glätte ich den. Mhm. Und so immer im Wechsel. Und dann, klar, logischerweise stellt man dann wieder was zu. Schwierigkeit ist natürlich, es ist natürlich nicht gerade, es wird ja nachher ein Konus. Das heißt, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich so... Wie du es führst, du. Optisch halt immer irgendwie hier dann doch winklig bin. Mhm. Dass ich nachher auch wirklich meine Kontur gegeben habe. Weil wenn ich das Teil jetzt einfach gerade durchwalzen würde, dann wäre es halt nicht mein Konus, den ich habe. Mhm. Kann man dann immer ganz nett so sehen, wenn man es mal hinlegt, dass es dann einfach mal halt wirklich auch flächig aufliegt. Ich prüfe das nicht, weil ich sehe das halt. Ja, klar. Und, ja. Das heißt, es muss aber auch am Ende wirklich so gewalzt sein, dass du die aufeinander legst und sie perfekt aufeinander liegen. Es muss nicht nach dem Walzen perfekt sein. Es wird nach dem Walzen wird ja der Stoß erstmal geschweißt. Mhm. Dann hat man natürlich immer noch mal die Möglichkeit, es nachzuwalzen. Darüber ziehe ich das ganze Teil halt wirklich noch mal kreisrund. Und dann wird... Ich mache es so, man müsste es vielleicht nicht machen, aber ich möchte einfach gewährleisten, dass es wirklich spaltfrei ist. Mhm. Und dann wird es halt nach dem Schweißen, wird es halt hier auf der Fläche halt noch mal geschliffen. Mhm. Jedes Teil für sich. Mhm. Wird zwischendurch mal ein bisschen überprüft, ob alles okay ist, aber das ist schon, für mich ist es sehr wichtig, dass es einfach spaltfrei ist, weil es hat auch was mit der Schweißqualität zu tun und ja. Spaltfrei heißt für dich wahrscheinlich sogar so spaltfrei, dass man noch nicht mehr Licht durchsieht, oder? Ja. Was natürlich auch durch das Zusammenheben... Würde Tom freuen von den Vorarbeiten. Ja, nein, das ist schon, ja, das muss schon gegeben sein. Muss schon richtig sein, okay. Ja, auf jeden Fall. Okay. Genau. Ja, aber wenn ich jetzt schon sehe, wie oft du pro Scheibe zustellst, das ist natürlich echt Action, Alter, bis das alles für dich ist. Ja. Gut, wenn ich das jetzt alleine mache, dann geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Aber es ist schon Arbeit. Es ist Arbeit, ja. Mhm. Obwohl es für mich nach wie vor immer noch schön ist zu sehen, was man einfach aus Blech machen kann. Es ist einfach nur ein Stück Blech. Und es ist halt einfach immer noch nach wie vor faszinierend. Die Leidenschaft ist immer noch da. Ich denke, da kam auch dieser Punkt her, was ich sagte, dass es so viele als Kunst sehen. Ne? Weil es ist ja so ein bisschen bei Kunst auch so. Man nimmt sich irgendwelche Materialien, wie jetzt zum Beispiel Blech, und macht da irgendwas raus, was halt einfach cool aussieht. Ne? Genau. Hier ist immer noch die Funktion bei, aber es ist halt schon sehr, sehr, sehr viel Handarbeit, Gedankengänge und so weiter. Ja. Ja. Mhm. Okay. Den machen wir mal fertig? Ja. Ja, ich würde sagen, so ein, zwei mal ruhig machen. Mhm. Irgendwann kann man dann halt natürlich auch ein bisschen mehr zustellen, um einfach das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Mhm. Und dann ist es jetzt halt wichtig, dass man das immer so ein bisschen führt, den Stoß übereinander. Dass es jetzt ein bisschen enger ist, ist halt auch ein bisschen dem Material geschuldet, weil es halt schon ein bisschen steif ist, das Material. Älter, ja. Genau, und wenn man es aber halt aus der Walze holt, dann ist es ein bisschen überspannt. Dann richtet man das ein bisschen. Und dann passt das. Es kommt aus der Walze nicht 1000%. Ja, klar. Das ist halt, man muss auch immer berücksichtigen, wie wurde das Blech geschnitten. Ja, es gibt die sogenannte Walzrichtung beim Blech. Mhm. Das sieht man dann, wenn das Blech foliert ist, sind da Pfeile drauf. Und das sagt mir, wie die Walzrichtung ist. Aber ich kann nicht beeinflussen, wie der Laserbetrieb es letztendlich schneidet. Ja, gegen die Walzrichtung oder mit der Walzrichtung. Und das ist ein Riesenunterschied im Verhalten beim Umformen des Bleches. Mhm. Ne? Aber man sieht halt selbst jetzt hier schon, dafür, dass es eigentlich ein Blech war, finde ich das schon
cool, beeindruckend, wie A, rund es geworden ist, mhm, und B, wie es dann auch gleichmäßig aufgeht, ja, ohne dass das Ding jetzt genau so steht. Ja. Ne? Das sind dann mal kurze Handgriffe, dann richtet, mhm, man das ein bisschen aufs und dann ist das aber eigentlich schon fertig. Ja. Das heißt, jetzt als nächstes wird es geschweißt? Als nächstes wird es erstmal geheftet. Mhm. Ja, dann habe ich meine Vorrichtungen, meine Dorne, wo ich dann eigentlich für fast jeden Durchmesser, den, der so gängig ist bei meinen Auspuffanlagen, habe ich selbstgefertigte Dorne. Zum Beispiel das hier einfach mal. Dann kann ich das Teil halt wirklich drauflegen und wirklich dann nochmal überprüfen, wie rund es ist und kann es halt schön bearbeiten. Mhm. Okay, krass. Also kommt noch ein Schritt zwischen. Ja, natürlich. Also es wird nicht dann nur, nicht nur schleifen, nein, aneinander, nein, sondern auch noch, ja, ein bisschen gedengelt und so. Genau, genau, ja. Mhm. Richtig. Dafür halt auch, ne, mit der Zeit immer wieder neue. Für die Trichter zum Beispiel habe ich dann hier so einen, mhm, Konus mir gedreht, wo der Trichter halt, das ist halt wirklich echt Handarbeit. Den ziehst, ja, du halt da drum, weil ich habe keine Walze, die das walzen kann. Und das wird halt wirklich noch so richtig Klassiker wie früher halt. Oldschool. Ja, genau. Genau, dann wird das Teil halt hier aufgelegt. Wird dann geheftet mit zwei Punkten. Das würde ich dann natürlich bei allen erstmal machen. Mhm. Dann wird es dann schon mal nach den Heften schon mal auf Fläche geklopft. Mhm. Dann wird jedes Teil geschweißt. Das wiederum mache ich nicht formiert, weil ich habe ja hier ein Gegenlager. Also es kann ja nichts passieren. Es kommt kein Sauerstoff dran. Und die Wurzel kann jetzt nicht verbrennen, weil ich das schön abkühle durch die Welle, die da drunter ist. Weil das jetzt... Das heißt, die Wärme geht da rein. Genau. Mhm. Weil dieses Teil jetzt, um diesen Stoß zu formieren, dieser Aufwand wäre einfach zu groß. So, jetzt mussten wir einmal kurz einen kleinen Schnitt machen, weil Sony-Kameras nach 30 Minuten, jeder, der von euch ein bisschen schon mal gefilmt hat, weiß, dass die einfach ausgehen. Einfach ausgehen, ja. Einfach aus. So, deswegen jetzt müssen wir gerade mal kurz überlegen, wo wir hier wieder einsteigen. Verschiedene Dorne, um die verschiedenen Kronen zu klopfen. Genau. Gewalzt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt wird das Teil geheftet. Das würde ich natürlich dann bei allen Teilen machen. Dann wird dieses geheftete Teil wird dann auch schon mal geklopft, damit es schon mal schön bündig ist, damit es einfach perfekt vorbereitet ist zum Schweißen. Mhm. Und nach dem Schweißen kann es sein, dass es auch noch mal ein bisschen geklopft werden muss, aber das ist nicht immer so. Das kommt immer drauf an. Okay. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal. Ich sehe, du hast Fußpedal schon rausgeholt. Genau, ja. Also ich schweiße am liebsten mit Fußpedal, weil einfach bei solchen Brennern ist halt der Vorteil, ich habe hier keinen Knopf, sondern, mhm, das Zünden erfolgt übers Fußpedal. Dementsprechend, okay, ist der Brenner natürlich sehr filigran. Und wie man sieht, bei den ganzen Schweißnähten ist es halt super angenehm, wenn ich einen ganz leichten, filigranen Brenner habe, weil, mhm, ich halt wirklich viel Zeit mit dem Schweißen verbringe. Und da möchte ich einfach das, mhm, Leichteste, das Dünnste, mhm, was es halt gibt. Mhm. Das sieht man schon alleine am Schlauchpaket. Genau, ja, gerade hier, das wäre eher, ja, so ein... Ist auch wirklich super leicht. Ein dicker Schnürsenkel, aber es ist doch das Schlauchpaket. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich, ja, leicht. Soll ich am besten einmal nicht reingucken? Wichtig? Ah, die Kamera kann das nicht. Genau, dann guck mal aufs Display. Gibt's einen kurzen Impuls. Es werden bestimmt wieder einige Kommentare kommen. Wir könnten jetzt auch einen Schweißhelm vormachen. Das werden wir auch tatsächlich mal machen, aber nicht beim Heften. Genau. Beim Heften mache ich es wirklich nicht, weil es einfach, ja, viel zu zeitintensiv ist. Ne? Also es ist geheftet, dann wird es halt ein bisschen geklopft. Und damit gewährleiste ich wirklich, dass es schon jetzt vorm Schweißen perfekt, mhm, ausgerichtet ist. Mhm. Und jetzt wäre das Teil halt vorbereitet zum Schweißen. Mhm. Dann wird es halt wieder hier auf diesem Dorn geschweißt. Hat den Hintergrund, dass meine Wärme wird halt schön weggezogen von meinem Bauteil. Mhm. Dass ich halt eine schöne Wurzel habe, trotz dass ich nicht formiere. Ich kann aber trotzdem das Teil schön durchschweißen. Mhm. Und das können wir jetzt machen. Okay, also das heißt, du würdest jetzt erst nochmal wieder ein... Genau, natürlich. Ich würde jetzt erstmal wieder ein walzen. Und dann da weitermachen. Genau. Sieht so einfach aus, wenn er das macht. Ja. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ja, das ist jetzt natürlich schon ein Teil, was halt schon deutlich... Mhm. Einen krasseren Winkel halt als das andere. Mhm. Da muss ich dann schon wirklich viel mehr aufpassen, dass es dann wirklich auch in die Richtung geht, wo ich es hinhaben will. Mhm. Und dann ist es dann wirklich nicht nur das Drehen, sondern ich muss halt mit der Hand auch noch das Teil führen beim Walzen. Ja. Und ja, das ist halt so. Muss halt beides funktionieren. Ne? Kommt das mal vor, dass du dich verwalzt? Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr. Nein. Erfahrung. Ja, auf jeden Fall.
Ja, es wird halt irgendwann so automatisch. Also man sieht schon, er wird deutlich konusmäßiger. Ja. Es hat eine viel höhere Steigung in dem Teil. Ist ja natürlich vom Walzen halt auch ein bisschen schwieriger. Mhm. Man muss halt auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Aber letztendlich bringen wir das Teil halt dahin, wo es hin soll. Ja, und das ist jetzt halt, so kommt es aus der Walze. Man muss es halt immer noch ein bisschen per Hand dahin bringen. Genau, ein bisschen. Aber theoretisch ist es ja auch im Vorfeld so konstruiert, dass wenn die beiden parallel sind, es theoretisch auch genau parallel ist so. Ne? Richtig. Mhm. Das ergibt sich über die Kontur. Ja, korrekt. Genau, dann gehe ich wieder hin. Der ist fertig. Richte das Teil wieder aus. In dem Falle würde ich jetzt hier zum ersten Punkt machen, weil ich hier einen Höhenversatz habe. Mein Heftpunkt. Lass auch immer schön Gas nachströmen, dass es einfach wirklich auch schön blank ist, der Heftpunkt. Jetzt kann ich das hier klopfen oder ich drücke das halt ein bisschen, wo es hin muss und kann dann den zweiten Heftpunkt machen. Übe mal einen leichten Druck auf das Bauteil, dass der Spalt einfach auch zu ist. Klopfe das und dann ist es auch wieder fertig. Und dann sieht man direkt, wie der deutlich steiler ist, ne? Genau. Ja, gegenüber dem ein ganz anderer Winkel. Ja. Krass, auch wie filigran diese Punkte sind. Ne? Ja. Aber selbst die sehen selbst jetzt schon innen und außen genau gleich aus. Ne? Ja. Das ist halt der Vorteil, dass ich es auf so einem Dorn mache, weil man die schön die Wärme wegzieht. Mhm. Ich habe nicht Gefahr, dass das Material verbrennt, auch nicht von der Rückseite. Das ist dann immer ganz nett, wenn man das auf so einem Dorn macht. Ja. Mhm. Und okay. So natürlich auch beim Schweißen. So, jetzt kommt der entscheidende Moment, das Durchschweißen. Genau, ja. Dafür muss ich einmal kurz das Gerät nochmal einstellen. Da gehen wir natürlich mit dem Strom etwas runter. Nicht mit dem Strom, mit dem wir es geheftet haben. Dann gehe ich von 2-Takt, mit dem wir geheftet haben, gehe ich auf 4-Takt. Mhm. Und ja, Helm, Handschuhe. Das heißt, das 4-Takt machst du dann logischerweise auch mit dem Fuß? Nein, also das ist 2-Takt bedeutet, ich betätige mein Pedal und habe einen ganz kurzen Impuls, wo mein Lichtbogen zündet. Und beim 4-Takt ist es so, ich kann draufdrücken und dann läuft der Brenner. Mhm. Wenn ich nochmal draufdrücke, dann geht er aus. Dann muss ich nicht die ganze Zeit auf dem Pedal stehen. Ja. Aber zum Heften ist es einfach, dieser kurze Impuls reicht ja schon. Mhm. Das heißt, das Heften ist wirklich schon ein reines, wie eine Art Punktschweißen. Ja, also das klassische Punktschweißen ist ja eigentlich zwei Bäche aufeinander über dieses Kontaktschweißen. Aber ich nenne das halt so. Mhm. Aber es ist schon so, dass eine Zeit drin ist, dass, sagen wir, für 20 Millisekunden in dem Moment gezündet wird? Ja, ja, das ist auf jeden Fall definiert, die Zeit. Mhm. Ja. Genau, dann nehme ich mir das Teil. Gehe möglichst an eine Stelle, wo es halt gut aufliegt. Hier unten wäre es jetzt halt ziemlich kipplig und das ist ja auch ein ganz anderer Durchmesser als das Teil. Also versuche ich da hinzugehen, wo es halt eigentlich perfekt aufliegt. Mhm. Setze meinen Brenner an. Okay, jetzt mache ich. Okay, nee. Ich habe jetzt hier auch schön meine Gasnachströmzeit, um einfach zu gewährleisten, dass das schön langsam unter Argon abkühlt, um halt auch wirklich eine vernünftige Nahtqualität zu haben. Mhm. Das heißt, es ist wirklich mehr, also die Vorarbeit ist so gut, dass gar kein Zusatz mehr notwendig ist. Richtig. Und es ist ein reines Verlaufen eigentlich nur. Man könnte sich jetzt drüber streiten, aber in dieser Materialstärke ist der Zusatz nicht erforderlich. Mhm. Weil ich klaue dem Material nicht viel an Legierungsanteilen und ja, es ist halt einfach auch schneller, aber es ist beim Edelstahl wirklich gang und gäbe, dass es so gemacht wird. Schaffst du am Ende den ganzen Blechsatz ohne Zusatz? Tatsächlich ist es so, dass diese Schweißnähte dann
wirklich mit Zusatz geschweißt werden. Mhm. Das geht nicht überall. Im kleinen Bereich wird es oft, mache ich es meistens ohne Zusatz, aber in den langen Nähten, um einfach auch das Schmelzbad ein bisschen abzukühlen. Ne? Der Zusatz dient ja natürlich auch, um das Schmelzbad abzukühlen oder zu kühlen. Aber bei diesen Stößen mache ich es nicht. Da reicht also. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, das zweite probieren wir mal durch den Helm aufzunehmen. Ihr könnt aber auch gerne die Glasscheiben. Ah, ja, das ist natürlich noch umwarten, wenn ihr möchtet. Vorbereitung. Genau. Das steht ja so ganz nah, ne? Müssen wir beim nächsten Mal, glaube ich, noch näher dran gehen, weil das so wenig Strom ist, ne? Ja, es ist natürlich, Edelstahl hat natürlich eine super Leitfähigkeit und staut die Wärme. Deswegen brauchen wir bei einem Chrom-Nickel-Stahl eigentlich ganz wenig Energie in dieser Blechstärke. Ne? Du sagtest ja schon, weil man hört das raus, du bist eigentlich hauptberuflich Schweißer? Ja. Was schweißt du so den ganzen Tag lang? Rohrleitungsbau, Druckbehälter, das ist so das, was wir machen. Also eigentlich auch alle Materialien querbeet? Ja, Chrom-Nickel, Stahlleitungen, ja. Okay, genau. Dann betrachte ich mir einfach mal die Teile und schaue, ob es ausreichend ist, weil ich die Teile jetzt nochmal nachwalzen würde, um einfach zu gewährleisten, dass sie wirklich rund sind. Das ermöglicht mir einfach, den Auspuff schneller zusammenzubauen. Mhm. Das heißt, diese kleine Delle würdest du probieren, nochmal wieder rauszuwalzen? Genau, die würde ich versuchen, nahezu rauszuwalzen. Mhm. Dann kann man das immer nochmal erfühlen, ob es wirklich okay ist, weil es kann immer mal sein, dass das Material sich durch die Temperatur ein bisschen verwirft und dann fühlt man das so ein bisschen. Dann kann man immer noch mal hingehen und selbst die Naht noch mal ein bisschen klopfen. Mhm. Aber ich finde, selbst hier fühlt man schon wirklich, ja, das gar nichts. Ist halt auch die Vorbereitung, ja, dann. Ne? Ja. Das A und O. Genau. Okay. Genau, dann würde ich mir das Teil halt tatsächlich noch mal in die Walze. Jetzt haben wir ja hier... Aber in die Handschuhe sogar ausgezogen zum Walzen. Fingergefühl. Ja, genau, ja. Hier haben wir ja jetzt ein konisches Teil. Jetzt kann ich natürlich meine Walze nicht gerade lassen, sondern muss sie an meinen Winkel anpassen. Mhm. Das kann ich in dem machen, dass ich die Hinterwalze schräg setzen kann. Mhm. Dann setze ich mir das so, wie ich es brauche und walze das Teil jetzt einfach nach auf Rundlauf. Kann den Anpressdruck von der Unterwalze noch ein bisschen erhöhen, dass er wirklich schön drückt. Und dann ist das eigentlich so eine Mischung aus Gucken und Fühlen. Erfahrung. Ja, ich sehe dann einfach, ich gucke dann über die Kante und sehe dann, ob das Teil rund läuft oder nicht. Selbst wenn es konisch ist, aber ich kann das halt erkennen. Krass. Ja, und wenn ich der Meinung bin, das ist gut, dann gehe ich hier und löse die. Und dann ist das schon ziemlich rund. Ja. Okay. Dann müssen wir den auch nochmal wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Den walzen wir auch nochmal nach. Hier ist jetzt natürlich der Winkel nicht so steil, dann muss man nicht so übertreiben mit der Hinterwalze. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man den Hand auch so ein bisschen auf die Struktur drückt. Es ist nicht auf ein Tausendstel genau, aber es ist halt so, dass es einfach für mich später deutlich einfacher ist, wenn ich das auf die Bahn brauche. Dann muss ich ja nicht so viel drücken und machen. Weil es halt einfach. Es passt wieder dann einfach perfekt aufeinander. Genau, genau, ja, es passt dann halt einfach. Es gibt immer kleine Nuancen, die man beim Bauen, das kann ich gleich aber auch mal zeigen, dass man das immer noch mal so ein bisschen hin und her. Hier sieht man jetzt mal, wie wenig der Konus eigentlich ist. Ne? Mhm. Hier sieht man jetzt ganz leicht eine Kante, wenn man es umdreht. Ne? Ja. Krass. Würdest du die später so drehen, dass die Schweißnähte nach Möglichkeit alle auf einer Linie sind? Es ist tatsächlich auch so konstruiert. Mhm. Es ist tatsächlich so konstruiert, dass es gibt ja mehrere Abschnitte von dem Auspuff. Das, was wir jetzt gerade gewalzt haben, wäre jetzt zum Beispiel dieser Bereich des Auspuffs. Und dieser Bogen, da setze ich wirklich immer die Naht auf die Naht. Dieses Teil ist jetzt eigentlich egal, wie es positioniert ist von der Schweißnaht, weil es einfach nur zylindrisch ist. Mhm. Natürlich auch konisch. Und hierbei ist es dann wieder der nächste Verdrehpunkt. Also ohne Winkel meinst du, ne? Genau. Und hier ist dann wirklich ein definiertes Maß. Ist dieser Bogen verdreht zu diesem? Und dadurch bekomme ich dann letztendlich meine Richtung von meinem Auspuff. Krass. Aber ich versuche natürlich immer so zu gestalten in der Konstruktion, dass die Schweißnähte der Stöße dann wirklich auch immer aufeinander liegen. Weil
dann wäre dann hier ein Stoß und da. Und ja, klar. Ist natürlich dann auch wieder eine optische Sache und das möchte ich natürlich nicht. Kann ich verstehen. Ja. So, das heißt jetzt nur noch, jetzt schleifst du das noch einmal, um so diesen letzten minimalsten Spalt dazu schauen. Genau, ja. Ich möchte einfach mit dem Schleifen gewährleisten, dass es halt einfach schön flächig aufliegt und es ist halt später auch einfach schöner zusammenzubauen. Ja, genau. Genau, dafür gibt es halt verschiedene Schleifmittel, aber ich habe halt so einen Tellerschleifer für die Flächen. Finde ich super praktisch dafür. Und ja, kann ich mal zeigen. Oh, einmal einstecken. Natürlich möglichst auch flächig ansetzen, nicht irgendwie jetzt so schräg. Und dann ist es wirklich anlegen. So, dass es überall ein bisschen geschliffen wird. Da kann man ganz gut erkennen, wo er jetzt geschliffen hat und wo er noch nicht geschliffen hat. Und dementsprechend ein bisschen mehr Druck aus. Durchgehen. Das ist natürlich dann später auch angenehmer, den Auspuff zusammenzubauen, weil so könnte da ein bisschen haken. Deswegen geht man dann einfach noch mal kurz da durch. Was hältst du als Schweißprofi davon? Ganz viel sieht man immer so Krümmer am Auto. Da wird immer so eine richtige Faser angemacht vorm Zusammenschweißen. Ja, ist natürlich materialstärkenabhängig. Ne? Also bei einem Millimeterblech würde ich jetzt keine Schweißnahtvorbereitung machen als V, weil ich durch das dünne Blech durchschweiße. Genau. Also es ist, also wer das nicht durchschweißt, also das wäre dann schon komisch. Ab welcher Stärke würdest du sagen, ist das auf jeden Fall notwendig? Ab 2 mm auf jeden Fall. Ab 2 mm, okay. Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt zum Glück bisher nur richtiges Zeug erzählt. Ja. Genau, dann nutze ich natürlich wieder meinen Dorn, um meine Bauteile zusammenzuführen. Ist jetzt halt. Ich muss ihn noch einmal in der Hand nehmen, einmal aneinander halten, um mal zu gucken, wie viel besser die jetzt passen. Ja. Okay, jetzt sind sie natürlich wirklich genau bin ich. Und wenn jetzt noch kleine Nuancen sind, die würden dann über den Schweißverzug... Ja. Nö, aber es sieht schon wirklich dicht aus, so, ne? Okay, ja. Meistens sieht man es auch besser, wenn man innen so reinguckt, ne? Das ist schon... Und diese ganz feinen Sachen, die kommen dann über den Schweißverzug. Ja, das wäre gar kein Problem. Genau, dann müssen wir jetzt wieder heften. Die Maschine natürlich wieder aufs Heften umgestellt. Das heißt, dieses, ich nenne es jetzt mal Paket von den 6 Blechen, die kannst du wirklich schon komplett gerade aneinander machen? Ja. Und passt nur noch die Zwischenbereiche am Auspuff dann an? Richtig. Das sind diese Verdrehpunkte, die ich eben angesprochen habe. Genau. Okay. Macht es für mich natürlich auch einfacher. Ja, ja. Ich versuche das immer so zu konstruieren, dass ich meine Drehpunkte habe, aber zwischen diesen Drehpunkten wirklich immer auf der Achse bauen kann. Mhm. Es ist nicht immer möglich. Es kommt immer ganz drauf an, wie das Fahrzeug ist. Aber ich versuche es, weil es ist einfach dann halt einfacher herzustellen. Und das heißt aber, bei meinem Auspuff sind das genau jetzt die Punkte, wo du gucken musstest, wo du es dann doch schon so ein bisschen verdrehen musstest. Genau, ja. Das war gerade im Krümmerbereich, musste ich wirklich stellenweise wirklich nur um 2-3 mm verdrehen. Mhm. Aber leider halt auch die Flächen nochmal bearbeiten, weil ich andere Winkel brauchte. Wie perfektionistisch bist du bei sowas, falls mal was schief geht? Und du würdest es jetzt leicht verdrehen, anheften und es würde nicht passen? Ich würde es wegschmeißen. Das habe ich nämlich mir jetzt schon im Vorfeld so gedacht. Das ist tatsächlich. Ist es tatsächlich so. Also dann, das ist für mich höchste Priorität und nee, da ab in Müll, neu walzen, neu machen. Könnte ich nicht schlafen. Okay, ja. Genau. Richtig, ja. Ich war noch kurz beim Gerät einstellen. Wir wollen wieder heften. Ich muss da mal ganz. Ich habe ein bisschen viel Nachstromzeit. Also wieder Zweitakt? Genau, wieder Zweitakt. Fühlt sich das Schweißgerät gleich wohler hier im Raum beim Zweitakten? Genau. Aber die Nachströmzeit war eben ein bisschen zu viel. Genau. Ja, das ist jetzt halt auch wieder eigentlich Fingerfertigkeit. Ne? Man setzt halt erstmal die beiden Segmente aufeinander. Schaut, dass man wirklich die Mittellinie auch trifft. Das ist auch der Hintergrund, warum ich
Anfang, Ende immer ein Stückchen stehen lasse. Mhm. Das sind dann die Bereiche, die werden dann, wenn das komplett zusammen ist, werden die dann schon formiert auch geschweißt. Mhm. Aber diese Bereiche lasse ich mir halt frei, um halt zu sehen und zu gewährleisten, dass ich wirklich genau auf der Achse bin. Ah, okay. Das müssen wir jetzt einmal genauer zeigen. Das heißt, es ist jetzt gerade gar nicht ganz bis zum Ende durchgeschweißt. Richtig. Sondern, ich sag jetzt mal, ein Millimeter, anderthalb hast du freigelassen mit Absicht. Ja, richtig. Dann seht ihr nämlich mal, wie genau fein hier so gearbeitet wird. Ja. Mhm. Weil man sonst durch die Schweißen halt nicht mehr so schön sehen könnte. Genau, ja, dann würde man ja gar nicht mehr genau wissen, wo man ist. Und dann, das würde nachher auch wirklich Auswirkungen haben. Dann würde das auch nicht mehr passen. Das ist jetzt der erste Schritt. Jetzt sehe ich schon mal, wo es hingeht, in welche Richtung. Weil ich halt immer wieder doch feststellen muss, dass Edelstahl halt sich sehr krass bei Wärme verhält. Mhm. Eigentlich geht es bei 80 Grad schon los. Mhm. Und jetzt würde ich halt immer schauen, wo es am besten anliegt. Und kann dann über diesen Dorn das Bauteil halt immer so schön dahin drücken, wo es hin muss. Das mache ich halt über dieses Verdrehen. Ich liege unten bündig auf, fühle nochmal drüber als Kontrolle und kann dann wirklich Step by Step circa 10 mm, 15 mm Abstände kann ich mein Bauteil dann heften und immer wieder so zusammen. Mhm. Es kann noch so rund gewalzt sein, noch so perfekt geschliffen sein, aber wie du siehst, ja, diese klar, Temperatureinflüsse, Temperatur. Das ist so krass, wie sich das verhält. Dann. Aber es müsste dann ja schon immerhin so sein, wenn du Step für Step rumgehst, dass es am Ende dann immerhin passt. Am Ende passt es, ja. Aber der Weg dahin ist halt immer wieder ziehen, ja. Wo es halt hin muss. Das ist halt einfach dem Material zu schulden, weil es halt wirklich so krass auf Wärme reagiert. Vorteil ist natürlich auch, dass wenn es mal irgendwo ein Lichtspalt sein sollte, der ist auf jeden Fall spätestens nach dem Heften weg, weil das Material sich sofort zusammenzieht. Genau, und das macht man dann bis zum Ende. Und ja, ich glaube, jetzt weiß man auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Krass. Ja, Vorsicht, könnte noch ein bisschen warm sein. Ach, meine Finger sind so, ja. So abgehärtet mittlerweile und tot, dass ich schon immer aufpassen muss, wenn wir irgendwas geschweißt haben. Ich drück's einfach irgendwie mit mir in der Hand und der sofort so, wow. Ja, das weil da gibt's ja manche, die sind ein bisschen empfindlicher und bei manchen ist es egal. Ja, okay. Ihr, wie gerade schon gehört, seht jetzt mal, wie viel Aufwand das ist. Mhm. Weil wir haben jetzt ja noch nicht mal ansatzweise ein minimalstes Teil von dem ganzen Auspuff fertig. Nein, tatsächlich nicht, ja. Ich würde sagen, für Teil 1 des Videos reicht das auf jeden Fall schon mal. Ihr könnt ja alle mal fleißig in die Kommentare ballern, ob ihr die Arbeit genauso krass findet, wie ich das finde. Ich hoffe natürlich schon. Ich denke mal auf jeden Fall. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein kleines Zeitraffer machen, wie du den Auspuff weiterbaust. Mhm. Weil Zeitraffer, die haben es meistens immer so in sich. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem finalen Auspuff und dann geht's auf den Tisch. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.